Na komm schon. So was Blödes. Arbeitet da keiner oder was? KCBG, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich versuche schon seit 10 Minuten Lori Tanner zu erreichen. Tut mir leid, aber sie ist nicht an ihrem Platz. Gut, dann sagen Sie ihr, dass sie ihre Story vergessen kann. Warten Sie, vielleicht ist sie irgendwo im Haus. Ich werde versuchen, sie zu finden. Knitterfreier, schmutzabweisender Polyester. Noch vor einigen ist das soweit okay für dich? Meistgetragenste Stoff Amerikas. Nun versucht er sein Comeback. Schneiderraum 1. Zeitalter der 70er Jahre und hinein in das Amerika. Ja, einen Augenblick bitte. Der verschmähte Billigstoff findet bei den Modedesignern neuen Anklang. Ja? Hi, hier ist Judy Sanders von Emax. Oh, ja, Judy. Danke, dass Sie mich zurückrufen. Hör mal, es ist nicht meine Schuld, dass wir so eine blöde Sache am Hals haben. Ist doch wichtig. Ich dachte, ich würde nichts mehr von Ihnen hören. Ich kann Sie morgen ins Labor schmuggeln, wenn ich die abgemachten $500 dafür bekomme. Das geht klar. Ich will nur von Ihnen die Garantie, dass Sie mir auch die Tiere zeigen, denn ich muss wissen, was mit denen gemacht wird. Kein Problem. Treffen wir uns um 8.30 Uhr am Nordtor. Und Lori, seien Sie ja pünktlich. Ich will deswegen keinen Ärger bekommen. Ich werde da sein. Ja! Ja! Buenos días, señor Pérez. Wie geht es Ihnen, Mrs. Pérez? ¿Cómo está usted, señora Pérez? ¿Cómo está usted, señora? Wie geht es Ihnen, Miss Pérez? ¿Cómo está usted, señorita Pérez? ¿Cómo está? ¡Halt die Klappe! ¿Cómo está? Hallo, sir. Hola, señor. Hola, señor. Hallo, ma'am. Hola, señora. Hola, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mucho gusto en conocerles. Danke. Gracias. Bitte. Genau die Story, nach der ich gesucht habe. Was weißt du schon über Tierschutz? Du hast einen Papagei, der dich nicht ausstehen kann. Das Thema ist aktuell und kontrovers und wir können endlich mal wieder eine Reportage machen, die was aufdeckt. Wer weiß, was sie in dem Laden da treiben. Wir sind aber schon in Verzug mit diesem Polyesterbeitrag. Polyesterbeitrag? Lass mich damit in Ruhe. Bügelfreie Anzüge, wie skandalös. Entschuldige bitte, aber dafür werden wir nun mal bezahlt. Wie oft haben wir darüber diskutiert, was wir alles tun würden, wenn wir mal eine brandheiße Reportage machen dürfen? Hi, Ray, lass mich nicht schon wieder in sowas reinziehen. Du musst das für mich drehen. Du bist die Beste. Warum können wir nicht so arbeiten wie die anderen? Es ist doch völlig unsinnig, nur so auf Verdacht zu drehen. Lass uns doch die Idee erstmal an die richtigen Leute verkaufen. Nein, dann werden die jemand anders drauf ansetzen. Der einzige Weg, hier mal eine gute Story zu kommen, ist, sie einfach zu drehen und sie damit von den Stühlen zu hauen. Ich mach's, mit dir oder ohne dich. Ran. Was ist denn jetzt? Es ist schon 9. Wie heißt sie nochmal? Judy, sie sagte, wir sollten um Punkt halb 9 hier sein. Sollten wir einfach verschwinden. Es geht keiner ran. Ach, verdammt. Wo willst du hin? Ich schleich mich rein. Lori? Lori, warte! Auf mich! Hat mir deine Frau nur ein Rendezvous mit deiner Schwester besorgt? Ach, das ist keine so gute Idee. Mir ist nämlich eingefallen, dass sie erst in 8 Monaten 18 wird. Mann, das ist doch super! An deiner Stelle würde ich die Kontaktanzeige nochmal neu formulieren. Ach, hör doch auf. Ich habe keine Anzeigeverabredung bekommen. Ja, aber ich habe meinen Kursus in kreativem Schreiben belegt. Wenn ich mal einen dienstfreien Abend habe, hocken wir uns zusammen und schreiben das Ding neu. War das jetzt der letzte? Nein, da ist noch einer drin, der musst du auch noch mit. Ja, okay, dann los. Also, wann treffen wir uns? Ist der Mittwoch recht?
brennt hier so. Oh mein Gott. Mach schon. Dreh. Okay. Nein, Mann, ich esse nicht den ganzen Tag Donuts. Abends esse ich Donuts und morgens ein paar Schokoladen. Hör mal zu, Duncan. Warum versuchst du nicht mal mit so einem Scheiß in einem LKW rumzufahren? Das Zeug stinkt wie die Pest. Ich hab mich dran gewöhnt. Ich habe ein paar Exemplare, die ins Labor müssen. Ach Mist. Ich habe ein ungutes Gefühl, Laurie. Oh nein, guck dir das an. Hast du hier drin noch genug Licht? Ja, es reicht. Nicht zu glauben, dass die an einer bedrohten Tierart rumexperimentieren. Das ist der reine Horror. Und ich glaube nicht mal, dass es legal ist. Annie, sieh dir den Bären an. Na los, worauf warten Sie denn? Bin schon da, Doktor. Nehmen Sie den anderen Käfig. Ist das alles, Doktor? Ja. Wir haben eine Riesen-Story. Damit kommen wir ganz groß raus. Laurie! Was ist hier drin? Hast du gesehen, was da drin ist? Lass uns von hier verschwinden. Hier haben wir einen seltenen und bedrohten... Hund. Ich mach das für Sie, Doc. Bringen Sie ihn ins Labor. Ja, gut. Danke. Was machen sie mit dir? Das solltest du lieber nicht tun. Ich untersuche ihn bloß. Der tut nichts. Hey, was wollen die mit dir anstellen? Na, Kleiner, alles okay? Brauchst mir nicht so anzugucken. Ich hab dich da nicht reingesteckt. In deinem früheren Leben warst du bestimmt Anwalt, ne? Was haben sie denn da für ein Ding angeschnallt? Wofür ist das? Und all diese Kabel. Eure Zimmer sind fertig. Geweckt wird um 6. Jetzt wird eingecheckt, aber nie mehr ausgecheckt. Hast du uns beide im Bildausschnitt? Ja, warum? Weil das hier die Einführung wird. Das brauchen wir doch jetzt nicht zu drehen. Der Augenblick ist optimal, also los. Sehe ich gut aus? Du siehst blendend aus, beeil dich. Nicht, aber... Ist dieser Hund wirklich ein von der Natur gegebenes Opfer, das sein Leben gibt für den Fortschritt der Menschheit? Oder ist er einfach nur ein unschuldiges Opfer der millionenschweren Vivisektionsindustrie, die sich... Scheiße, Hund! Max! Komm zurück! Max! Wo ist der hin? Max! Hey, stehen bleiben! Hey, was haben Sie hier zu suchen? Warten Sie!
los! Weiter! Was? Scheiße! Was zum Teufel machen Sie hier? Max, was ist hier los? Warum bist du nicht in deinem Käfig? Sitz. Max. Halt, Max. Gut, Max. Brav. Max, du hast mir Angst eingejagt. Ich bin nicht böse mit dir, ich bin nur müde. Max. Du bist ein braver Junge. Rein da. Geh rein da. Max. Max. Geh. Sie sagten, die hätten eine Videokamera dabei gehabt. Haben Sie eine Ahnung, warum? Vor ungefähr 6 Monaten protestierten hier direkt vor dem Labor irgendwelche Tierschutzfanatiker. Ich habe die Polizei angerufen, weil die versucht haben, hier einzubrechen. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Sieh mal nach, ob wir jemanden eingebuchtet haben. Das haben sie nicht, denn die Polizei hat nichts unternommen. Was genau machen Sie hier eigentlich, Doktor? Ich betreibe genetische Forschung und es kommt vor, dass ich dafür Tiere benutze. Sie meinen Vivisektion? Ja, genau. Vivi was? Vivisektion. Grauenvolle Tierversuche, die Sie machen, um neue Produkte zu testen. Meine Freundin spricht dauernd davon. Sie geht zum Beispiel sicher, dass Shampoos, die ich benutze, ohne Tierversuche hergestellt worden sind. Wissen Sie, dann ist Ihre Freundin genauso ignorant wie die meisten dieser Tierschützer. Versuchen Sie, ihr das mal zu sagen. Hören Sie, die Forschung, die ich hier betreibe, dient dazu, Leben zu retten. Menschenleben. Das ist doch wichtig, oder? Ich stelle keine Eyeliner her. Und ich kipp auch keinen Affen Säure in die Augen oder nähe diese zu. Wir haben verstanden, Doc. Wir melden uns bei Ihnen. Ja. Ich will Max wiederhaben. Wir reden hier nicht von einem verlausten Bastard, sondern von einem Million-Dollar teuren Forschungstier. Bei so viel Geld müsste er doch in der Lage sein, alleine nach Hause zu finden. Auf keinen Fall schicke ich ihn zurück. Du hast ja den Müllcontainer gesehen. Ja, schön und gut, aber was willst du mit ihm machen? Keine Ahnung. Erstmal nehme ich ihn mit. Behalte ihn, bis er ein neues Zuhause gefunden hat. Dein Freund flippt aus, wenn er erfährt, wo du ihn her hast. Ach was, Perry wird nicht mal merken, dass er da ist. Deine Hand hat. Ja, okay. Die Schlampe, gib's mir deine Armbandur. Okay. Lass sie gehen. Was habt ihr noch? Komm schon, was habt ihr noch? Gar nichts. Nein, hören Sie auf. Hast du Schmutz? Willst du mir zugucken, du blöde Töne? Wo? Oh, Scheiße. Ruf den Köter zurück. Hilfe! Schnapp ihn dir. Ja, gut, Max. Verschwinde. Verdammt. Los. Ist da alles okay? Mistgar. Guck dir das an. Das ist doch... Max, wie... Max. Max. Hey. Meine Güte, hast du jemals so einen unglaublichen Hund gesehen?
guter Junge. Da ist aber jemand hungrig, was? So. Also dieses Hundefutter riecht so ekelhaft. Dann warte erst mal, bis er aufs Klo geht. Ich will mal was probieren. Mach jetzt Sitz. Guter Junge. Und Platz. Ach, was haben wir da für einen braven Hund? Toll, Max. Ich habe eine Begabung für sowas. Komm her, mein Junge. Ja, möchtest du etwas schmusen, hä? Okay, nun mach mal ein schönes... Oh, ist das nicht kuschelig? Oh, das ist toll. Ein klasse Schuss. Oh mein Gott, zieh mal ganz nah ran. Ach, du lieber Himmel. Sieh mal, wie groß diese Narbe ist. Warte mal, lass mich nachsehen. Ganz ruhig. Da hat dich aber irgendjemand ganz schön zugerichtet, was? Das ist ja wie in einem Konzentrationslager. Oh, armer Hund. Max? Max? Komm her, Max. Max? Sitz, sitz. Max, sitz. Oh, was für ein guter Hund. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Du hast mich beschützt und jetzt werde ich dich beschützen. Okay? Danke, Max. Du bist süß. Dreh dich um. Halt deinen Schnabel. Lori? Hey, Lori! Komm raus, ich will dir die neue Menükarte zeigen. Was zum Teufel ist da drin? Los, Lori! Max, sei ruhig! Ich bin gleich bei dir, Schatz! Sei ruhig! Du bleibst da. Verdammt, wo hast du den Hund her? Schatz. Annie und ich wurden heute Abend auf einem Parkplatz überfallen. Oh nein. Bist du okay? Es ist uns Gott sei Dank nichts passiert. Ein Typ mit einem Messer hat sich meine Handtasche geschnappt. Lori. Hast du die Polizei angerufen? Das war gar nicht nötig. Dieser Hund war auch auf dem Parkplatz. Er hat den Kerl in die Flucht geschlagen und mir doch glatt meine Handtasche wieder zurückgebracht. Im Ernst? Ja. Er hat mir das Leben gerettet. Es war unglaublich. Das hättest du sehen sollen. Er ist ein großartiger Wachhund. Nein, 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 wir werden diesen Hund nicht behalten. Der wiegt sicher 140 Pfund. Wenn er so gut abgerichtet ist, dann gehört er jemandem. Der will ihn bestimmt wiederhaben. Ja, vielleicht doch. Ich fühle mich sicherer mit ihm, nach dem, was heute Abend passiert ist. Lori, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe mit dir. Ständig schleppst du hier was an. Zuerst war es dieser Papagei, dieser furchtbar ekelhafte Papagei. Und dann dieses geschmacklose Bild. Es ist... Schatz! Lori, mich ärgert nur, dass du mich nie fragst. Ich komme nach Hause und hab das Zeug am Hals. Wenn du einen Hund haben willst, dann frag doch. Dann fahren wir in die Stadt und kaufen dir einen süßen kleinen Hund, der uns beiden gefällt. Denkst du nicht auch, dass das der bessere Weg wäre? Ja, vielleicht. Kann sein. Okay, gut. Aber jetzt, wo er schon hier ist... Nein, Lori, nein. Wir wissen doch überhaupt nicht, ob der arme Kerl ihn zu Hause hat. Ich meine, solange können wir ihn doch behalten. Und wenn es nicht klappt, geben wir ihn weg. Wenn er bleibt, dann bleibt er draußen. Ich will ihn hier drin nicht frei rumlaufen sehen. Es ist kalt draußen. Wie du willst, Schatz. Danke für dein Verständnis. Wenn man ein Restaurant eröffnet, ist die Wahl der Speisekarte am schwersten. Was hältst du davon? Oh Gott! Was ist denn das? Das ist ja eklig. Wie kannst du vorm Schlafengehen sowas lesen? Davon kriegst du ja Albträume.
Perry, ich will nicht, versuche dass du zu Albträume arbeiten. Bekommst, Schatz. Ich will, dass du ruhig schlafen kannst. Du weißt doch, was ich dir damit sagen will. Nicht wahr? Ja. Ist das nicht angenehmer? Was ist denn? Ich kann nicht. Was? Ach, dem Hund fehlt nichts. Der bellt, weil es die erste Nacht ist. Dem geht's gut, hm? Perry, ich... Ach, nein, ich kann nicht. Es geht nicht, wenn er so einen Lärm macht. Ich werde mal sehen, was mit ihm los ist. Entschuldige. Okay, gute Idee. Schau okay. mal. Noch. Ja, er könnte sich verletzt haben oder sowas. Er könnte dem Hund schon was antun. Bis gleich. Aber bleib nicht zu lange weg. Du Schlingel, hey, warum machst du denn so einen Krach? Hast du mich vermisst? Warst so allein da draußen, hä? Oh. Hey, komm her, Max. Max, Max, komm her. Nein, du darfst da nicht rein. Nein. Hey. Lori. Okay, das war's jetzt. Raus. Oh, Max, na los, sei brav jetzt und zieh Leine. Raus! Verdammt, Max. Du bist unartig. Okay. Ja, Max, du hast gewonnen. Aber du musst ruhig sein. Wir wollen ja nicht, dass Perry es rausfindet. Hey, Lori, kommst du jetzt? Mach schon. Schläfst du? Was hat denn da so lange gedauert? Entschuldige. Was war mit ihm? Er war einsam. Ja, ich weiß, wie ihm zumute. Es tut mir leid. Okay? Wie hast du ihn denn zum Schweigen gebracht? Weißt doch, ich kann Jungs um den Finger wickeln. Aha. Du bist ein Lügner. Steht dieser Hund vor der Tür? Du hast diesen Hund ins Haus gelassen, Lori? Er wie hat konntest da du das tun, Bein? Lori? Ich war einverstanden, dass du ihn behältst, aber nur, wenn er draußen bleibt. Warum versuchst du immer, deinen Kopf durchzusetzen? Ist ja gut. Okay. Gott. Nein, Max. Schaff ihn raus! Nein! Schaff ihn raus! Ganz ruhig, Max. Nein. Komm, wir beide gehen jetzt raus. Lori! Mit, Max, komm! Schaff ihn raus, Lori! Nein, schaff ich den komm Hund her, raus, Max. Bitte! Das ist alles deine Schuld! Er ist völlig durcheinander! Lori, schaff ihn doch bitte raus! Aufgrund der Personenbeschreibung haben wir jetzt ein paar Verdächtige. Und die sind alle schon mal wegen rechtswidriger Tierschutzaktionen festgenommen worden. Und deswegen haben wir Sie hergebeten, Doktor. Wir möchten, dass Sie sich Fotos von den Verdächtigen anschauen. Gut, danke. Hey, Doc, nehmen Sie Platz. Ich denke, wir haben hier was für Sie. Kann ich ein Glas Wasser bekommen? Das hier sind unsere Hauptverdächtigen.
Ich schlafe in letzter Zeit schlecht. Was dabei? Nein. Lassen Sie sich Zeit. Nein, nichts. Was machen wir jetzt? Wir haben Fingerabdrücke, aber es fehlen noch die Laborergebnisse. Fehlanzeige. Da war nichts dabei. Aber die Zeit wird langsam knapp. Doc, Sie sind ein bisschen angespannt und müde. Gehen Sie nach Hause und schlafen sich mal aus. Wir trommeln noch ein paar Verdächtige zusammen. Dieser Schwachsinn wird zu nichts führen. Wir müssen uns auf die Suche machen, um endlich meinen Hund zu retten. Wir tun, was wir können. Ich verrate Ihnen mal was. Ich habe einem gefährlichen und für Versuchszwecke bestimmten Tier ein neuropathisches Narkotikum verabreicht, um es zu stabilisieren, um es zu beruhigen. Wenn die Wirkung nachlässt, dann wird das Tier durchdrehen! Hey, hört ja auf mit dem Scheiß, ja? Wir sitzen auf einer Zeitbombe und Sie warten auf die Analyse von Fingerabdrücken. Erzählen Sie mir nicht, wie ich meinen Job machen Sie soll. Sie verstehen es nicht, ja? Max wird zerstört. Er geht kaputt. Und wenn ich ihn heute nicht wiederkriege, durchlebt er einen psychotischen Schub. Der einzige Psychotiker hier sind Sie. Wo wollen Sie hin? Wir sind noch nicht fertig. Wir reden hier nicht über den besten Freund des Menschen. Das Wort Furzgesicht. Kannst du Furzgesicht sagen? Furzgesicht! Furzgesicht! Sehr gut. Ja! Hi, Lori. Rudy, wie geht's? Gut, aber ich sterbe vor Hunger. Was machst du da? Obst in Joghurt. Wie wär's? Danke, dagegen bin ich allergisch. Dann guck mal in den Kühlschrank. Da findest du Karotten, Äpfel und Selleriesaft. Da, Pizza! Und eine Pizza. Die ist doch schon eine Woche da drin. Genau wie bei uns zu Hause. Ist mir zugelaufen. Oh Mann, der ist ja noch größer als mein Collie. Wie ist dein Name? Max. Hey Max, was ist? Willst du nicht reinkommen? Komm rein. Hey, aber bleib weg von meiner Pizza. Komm her. Komm her. Er darf eigentlich nicht ins Haus. Darf ich ihn mitnehmen, damit ihr Heidi kennenlernt? Hey, hast du Lust mitzugehen? Der ist süß. Na gut, da drüben hängt seine Leine. Ah ja. Hier. Pass auf ihn auf, ja? Ja, das werde ich. Sei vorsichtig und bring ihn mir heil wieder zurück. Vertraust du mir nicht? Nein. Und schließ die Gartentür, wenn du ihn zurückbringst. Ja. Na, Hundchen? Willst du mir helfen, das Ding hier zu reparieren? Dann reich mir doch mal den Bremsschlauch rüber, wenn du Lust hast. Wahnsinn, toll, Max. Hey, Heidi, sag Hallo zu Max. Die ist doch toll, was? Du magst Heidi, hä? Max! Nicht so laut, du wächst meinen Vater auf. Halt die Klappe, sei dich ruhig. Herrgott nochmal, Rudy, was ist denn hier draußen los? Du weißt doch, dass ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Es ist nichts, Dad. Max wollte nur mit Heidi spielen. Aber sie will nicht mit ihm spielen, klar?
Schaff ihn hier weg, damit ich ein bisschen schlafen kann. Okay. Komm, Reinhard. Komm, Max, wir besuchen Chad. Wow! Oh, klasse. Da ist reine Schlinge. Damit könntest du im Fernsehen auftreten. Du solltest dich nicht mit Profis anlegen, du Vollknäuel. Hey, Flohsack, hör auf, sonst kriegst du einen mit einem elektrischen Stock. Ja, wir haben ihn. Hey. Was tust du da gerade? Ich wollte sie nicht anzünden. Na, tu's doch und töte dich selbst. Bei deinem Alter und Gewicht bist du der ideale Kandidat für einen Herzinfarkt. Mann, ich versuch's ja aufzugeben. Genau. Hey! Ab heute läuft dein Fitnessprogramm. Du bist ja viel schlimmer als meine Frau. In 6 Monaten erkennst du dich nicht mehr wieder. Ja, weil ich dann tot bin. Was ist denn das für ein Mist? Vermisstenmeldung. Da hat ein Kerl angerufen namens Bill Sanders. Seine Frau Judy ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Rat mal, wo sie arbeitet. Bei Emax. Ist nicht wahr. Ich habe hier Fotos im Computer. Siehst dir an. Ich glaube, wir sollten dem Doktor noch mal einen kleinen Besuch abstatten. Judy Sanders hat etwa 3 Monate bei mir gearbeitet. Ich habe sie eigentlich kaum gekannt. Ihr Mann hat gesagt, dass sie an dem Morgen zur Arbeit fuhr. Aber sie ist hier nie angekommen. Das ist alles, was ich weiß. Was ist mit meinem Hund? Irgendwelche Spuren? Bloß nicht wieder aufregen. Wir haben die Sache im Griff. Der Computer wurde mit der Personenbeschreibung gefüttert und sämtliche Abteilungen sind alarmiert, einschließlich des Veterinäramtes. Ich muss Ihnen mal was zeigen. Friday, das Promomaterial laden. Einen Augenblick bitte. Sprachsimulator. Bei dem Wort Wachhund denkt man sofort an deutschen Schäferhund. Der ist treu, klug und gefährlich, aber längst nicht gut genug. Und jetzt mit der Entwicklung des Emax 3000 ist er völlig überholt. Max, so wie ich ihn nenne, ist kein Hund, wie man ihn kennt. Er ist eine genetische Kreuzung. Ein Köter. Ich rede hier nicht von dem Köter, Sir. Sehen Sie sich um. Jedes dieser Tiere hier ist ausgestattet mit einem speziellen Instinkt, der ihnen das Überleben sichert. Nimmt man von ihnen nun die DNA und würde es schaffen, sie mit der DNA einer Hunderasse zu vereinen, dann erhielten sie eine prachtvolle Kreatur. Und das haben sie wirklich fertig gebracht? Ausgezeichnetes Gehör, besseres Sehvermögen, unglaublich robust, ausdauernd. Die Behendigkeit eines Jaguars und die Fähigkeit, sich bei drohender Gefahr chamäleonartig zu verändern. All diese Eigenschaften wurden Max angezüchtet. Seine Intelligenz wurde so hoch entwickelt, dass er ohne menschliche Führung eigenständig operieren kann. Und er kann fast 350 gesprochene Kommandos verstehen. Kann er das auf Englisch oder auf Spanisch? Treffen Sie die Wahl, Detektiv. Was ich Ihnen klarzumachen versuche, ist, dass Max in den richtigen Händen mehrere tausend Leben retten kann, aber in den falschen Händen zu einer tödlichen Waffe wird. Heute Morgen so einfahren lassen, dass ich vor lauter Gestank in die Küche fliehen musste. Atomstinkbomben über der Stadt. Kavum! Guck mal, da ist Miss Barclays dämlicher Kater Boo. Ich hasse diese blöde Katze. Sie versucht mich immer zu kratzen. Mich auch. Schnapp sie dir, Max! Los, mach sie alle! Weißt du, der blöden Katze die Schwarze aus? Mach sie fertig! Lass dich einfach drauffallen! Los, Max, tritt in den Hintern! Ja, mach sie platt! Hier, das Fell über die Ohren! Komm schon, Max! Lass sie mal drauf! Schnapp sie gleich, Max! Ich war's nicht. Nein, nein.
Nein, nein, du warst es. Besser, wir hauen ab, bevor uns Miss Buzzard aufzuregen. Oder sie uns erwischt. Bringt sie wie weg hier. Oh Mann, sowas hab ich noch nicht mal. Ich hab dich gewarnt. Halt die Klappe. Das Ganze ist nur deine Schuld. Oh, Chad, du bist vielleicht ein Blödmann. Halt bloß deine Klappe. Es sind die Bremsschläuche. Oh, nicht dein Ernst. Kostet uns 200 Mäuse. Hast du irgendwo ein Scheckbuch? Ja. Wo denn da? Vielleicht. Hör mal. Wieso bringen wir das von gestern Abend nicht zu Ende? Ich bin schon spät dran. Komm her. Der Vorhang ist auf. Na, uns schaut sowieso keiner. Überhol schon! Dämliche Misthöhle! Was ist denn das für ein Scheißköter? Max, du bleibst hier. Sei ein guter Hund und bewach das Haus, okay? Wir müssen los. Ich will nicht zu spät kommen. Komm, du musst heute zu Hause bleiben, Heidi. Rudi, wir verpassen das Spiel. Komm. Ich komme ja schon. Hast du die Haustür abgeschlossen? Na, rat doch mal. Frechdachs. Jetzt aber los. Ich bin mal auf die Aufnahmen gespannt. Ich brauche erst mal einen Cappuccino. Willst du auch einen? Könnten wir uns erst mal darauf konzentrieren, bitte? Wie hat sich denn Max gestern benommen? Er war eine echte Nervensäge. Aber er hat so viel Persönlichkeit. Und wie hat Perry das so aufgenommen? Oh, er ist verliebt in Max. Ach was, aber du hast ihm nicht gesagt, wo du den Hund her hast, oder? Er erfährt's durch die Nachrichten. Sieht aus, als hätte sich jemand durch ihre Bremsschläuche geknabbert. Ich habe die Bremsschläuche erst gestern ausgewechselt. Tja, dann sehen Sie sich das mal selbst an. Ach, ey.
Gott, er will mich umbringen. Wer will sie umbringen? Der Hund meiner Freundin. Ja, das finde ich gut. Einfach klasse. Es ist hier drüben. Was liegt an, Dan? Einer der Jungs vom Supermarkt hat hinter Müllcontainer eine Leiche gefunden. Könnte der Typ sein, der in der letzten Zeit hier Raubüberfälle begangen hat. Oh nein. Ruf Jared an. Ich will, dass er sich das anguckt. Du wirst niemanden mehr überfallen, Freundchen. Die Art der Kratzwunden, die Wucht, die Effizienz. Ja, das war Max. Er hat den Penner aus dem Verkehr gezogen. Aus dem Verkehr gezogen? Er hat ihn hingerichtet, Doktor. Dafür wurde der Hund konstruiert. Warum so empfindlich, Detective? Oder sind Sie sauer darüber, dass Max Ihre Arbeit gemacht hat? Wollen Sie sehen, wie ich meine Arbeit mache? Ja, machen Sie Ihre Arbeit. Gut, dann mache ich jetzt meine Arbeit. Emilio, du gibst per Funk an alle Streifenwagen durch, dass sie, falls sie dieses Ungeheuer finden sollten, ihm seinen Schädel wegblasen sollen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun, Detective. Ich glaube nicht, dass ich die Stadt einer Millionen-Dollar Schadensersatzklage aussetzen will, nur weil Sie die Nerven verloren haben. Die Nerven verloren? Ja. Da wurde jemand getötet. Ein Mistkerl, der unschuldige Menschen ausgeplündert hat. Menschen, die sich zu Hause verstecken müssen, weil Sie hier rumstehen und dummes Zeug reden. Ach, Arschloch. Max hat keine Kugel verdient, sondern einen Orden. Friday, wie viel Zeit bleibt uns noch maximal, bis Max vollkommen destabilisiert ist? Einen Augenblick, bitte. 5 Stunden, 29 Minuten und 14 Sekunden. Und Minimum? Die Minimalzeit ist bereits abgelaufen. Hallo, Kumpel. Na, mein Alter? Ganz ruhig, Freundchen. Ruhig, ja, brav. Wir sind ganz entspannt und machen keinen Blödsinn. Du bist neu in der Gegend, was? Wird Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Komm her und versuchst du Drecksvieh. Dr. Jared? Ich habe das hier gefunden. Oh, oh, oh. Hey, Glenn, hast du noch ein Lehrband für mich? Mm-mm. Probleme, Laurie. Warum? Dr. Jared ist gerade hier aufgetaucht. Hi, Laurie, hier ist Deborah. Hier steht ein Dr. Jared, der dich sehen möchte.
Verstehe. Tut mir leid, Sir, aber Miss Tanner hat keine Zeit für Sie. Hören Sie, ich muss Sie dringend sprechen. Sir, bitte verlassen Sie das Gebäude. Wo willst du hin? Ich muss irgendwas wegen Max unternehmen. Was hast du mit ihm vor? Ich weiß noch nicht. Ihn verstecken oder in ein Tierheim bringen oder so. Laurie, so ein Quatsch. Dort wird er Max wahrscheinlich als erstes suchen. Du musst den Hund irgendjemandem schenken. Wem? Keine Ahnung. Du musst mal in die Zeitung gucken. Da sucht bestimmt jemand einen guten Wachhund. Sir, bitte. Verlassen Sie jetzt das Gebäude oder ich muss den Sicherheitsdienst rufen. Was? Sie zwingen mich dazu. Nun warten Sie mal eine Sekunde und hören Sie mir zu. Lassen Sie das bitte und verlassen Sie jetzt das Gebäude. Miss Tanner hat keine Zeit für Sie. Ich bitte Sie ja nur, Sie zurück. Ray! Entschuldigen Sie, Sir. Gehen Sie jetzt bitte. Verschwinden Sie. Aber ein bisschen plötzlich. Los, ja, hauen Sie ab. Ja, ist ja gut. Armleuchter. Laurie? Max, ich hab da was für dich, Max. Leckeres Fresschen. Hi, Max. Wie geht's dir? Sieh nur, das ist für dich. Das ist lecker. Extra für dich geholt. Ein Tartar-Beef-Steak aus dem Restaurant. Darfst du ganz alleine aufessen. Toll, hm? Guter Junge. Na komm, ess schon auf. So ist es gut. Die haben das für dich gemacht. Toll, hm? Na, was ist? Hau rein, Max. Es ist gut. Yum, yum, yum. Iss auf, Max. Mein Junge. Komm, Max, wir machen jetzt eine kleine Spazierfahrt. Das wird dir bestimmt gefallen. Komm, mein Junge, komm. So ist's gut, Max. Hör mal für einen Moment auf, dir das Zeug reinzustopfen und hör zu. Ich habe da nämlich ein paar Neuigkeiten. Ich glaube, dass Dr. Jarretts psychotischer Superhund Julie Sanders getötet hat. Sie ist die Kleine, die bei Emax spurlos verschwunden ist. Und jetzt pass auf. Mit 20 hat dieser Jarrett in Berkeley seinen Doktor gemacht. Und mit 28 hat er sich das synthetische Hormon patentieren lassen, das ihn von heute auf morgen zum mehrfachen Millionär gemacht hat. Schon gut, sein Lebenslauf ist sehr beeindruckend, aber was noch? Jetzt fängt es erst an, interessant zu werden. Ungefähr vor 6 Jahren wurde Jarrett wegen unerlaubter Versuche an gefährdeten Tierarten verhaftet. Seine Geldgeber sind abgesprungen und die wissenschaftliche Gesellschaft hat ihn fallen lassen. Daraufhin erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Ein Jahr danach kam er aus dem Krankenhaus und hat mit der Emax-Gesellschaft angefangen, diese verfluchten Wachhunde zu züchten.
auf deren Erfolg er alles setzt. Er würde alles tun, um diese Bestie zu schützen. Wir besorgen uns einen Durchsuchungsbefehl, gehen zu Emix und ich wette, wir finden dort eine Leiche. Hi. Wir können beim Kopieren noch einiges glatt bügeln. Naja, also die Produktion selbst hatte damit keine Probleme. Versuchen Sie es. Einführung wird. Das brauchen wir doch jetzt nicht zu drehen. Doch, der Augenblick ist optimal, also los. Sehe ich gut aus? Du siehst blendend aus, beeil dich! Laurie? Ray? Komm her, mein Junge. Na komm schon, ich tu dir nichts. Wie sollen wir dann Freunde werden, wenn du nicht mal auf mich zukommst? Ich habe ein schönes Stück ungegerbtes Leder für dich. Ich weiß, dass du es haben willst. Komm, hol's dir. Du bist aber ein großer Hund und hübsch dazu. Ich wette, die Mädels rennen dir hinterher. Hä? Willst du mehr? Mann, ist der toll. Den würde ich gerne haben. Wo genau würden Sie Max unterbringen? Nicht hier. So viel ist sicher. Das ist gut. Ich habe draußen in den Shadow Hills eine Ranch mit 6 Hektar Land. Mein Hund Wayne war immer gern da draußen. Das hört sich gut an. Da gibt's eine Menge Platz zum Rumrennen. Da kann er Kaninchen jagen. Er hat da Bäche zum Schwimmen. Ein Hund hat bei mir ein gutes Leben. Wichtig ist nur, dass ich ihn zurückbekommen kann, wenn die Dinge sich ändern. Das fällt mir alles sehr schwer, wissen Sie. Das wird schon. Nach ein paar Tagen draußen auf der Ranch wird er sich nicht mehr an Sie erinnern. Es tut mir leid, Max. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann bringen Sie dich wieder zurück ins Labor. Ich habe dir mal versprochen, mich um dich zu kümmern. Ja. Ray wird gut auf dich aufpassen, nicht wahr, Ray? Aber klar doch. Wir werden eine Menge Spaß zusammen haben. Stimmt's, Max? So, okay, Max. Sei ein braver Junge. Bleib jetzt bei Ray, ja? Ich komm wieder und hol dich. Schon gut. Das wird schon, Kleiner. Ruhig, Max, ruhig. Ruhig! Jetzt ist aber genug. Ruhig. Nun beruhige dich mal. Sie hat dich abgeschoben, so wie sie es alle tun. Ich sagte doch, du sollst ruhig sein, du kleines, mieses Stück Hundescheiße. Ich hab dich nett drum gebeten. Hallo. Es kann sein, dass du mich für verrückt hältst, aber ich glaube, dein Hund hat heute versucht, mich zu töten. Wovon redest du bitte? Naja, er hat meine Bremsschläuche durchgebissen. Dadurch hatte ich auf dem Highway fast einen Unfall. Das ist allerdings verrückt, Perry. Ich weiß, dass es verrückt klingt, doch ich schwöre dir, es ist wahr, Laurie. Und als ich heute Mittag nach Hause kam, hat er mich angegriffen. Der Hund muss weg. Er ist weg, okay? Was? Ich habe ihn weggegeben. Laurie! Was ist los, mein Junge? Magst du etwa meine Ranch nicht?
Diese Kette macht dich zum bösartigsten Schrottplatzhund in der ganzen Stadt. Halt's Maul! Lässt du jetzt aufhören zu bellen oder nicht? Okay, nix. Na los. Mach schon. Komm her. Greif mich an. Ich mach einen Hotdog aus dir. Du Drecksvieh. Ich werde dir deinen Arsch abbrennen. Na los, greif mich an. Ich werde dir zeigen. Geh runter von mir. Verdammtes Vieh. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Dr. Jared von der Weide plötzlich weggegangen ist. Und er hat uns aufgetragen, alles wegzupacken. Er wird Ihnen das sicherlich erklären, wenn er wieder zurückkommt. Hm. Kennen Sie eine Frau namens Judy Sanders? Sie hat bis vor kurzem hier gearbeitet. Nicht direkt. Ich meine, klar, wir sind uns auf dem Flur begegnet, aber warum? Wir vermuten, dass Judy tot ist und Dr. Jared dafür verantwortlich ist. Was? Wo ist Dr. Jared hingegangen? Okay, ich wäre dann soweit. Gut, dann bringen wir die Sachen nach unten. Wir sollten aber zuerst noch mal nachprüfen, ob wir alles dabei haben. Übernehmen Sie das bitte. Da drauf. Sieh dir nur mal die Größe von der Wunde an. Zieh zurück und nimm den Namen von dem Abdruck. Erinnern Sie sich an mich? Wo ist mein Hund? Pervers. Da, zeig den Kopf. Hey Mann, das war nicht meine Idee. Das müssen Sie schon Laurie fragen. Das finde ich Laurie. Ich komme ja schon. Max? Oh, mein Gott. Oh. Oh, wo kommst du denn hier, mein Schatz? Ich habe ihn für dich gekauft. Ist das okay? Was? Oh, ich glaub's einfach nicht. Ja, weißt du, ich glaub's eigentlich auch nicht. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil... Ich weiß, wie sehr der Max fehlt. Außerdem habe ich mir gedacht, dass dies genau die Chance für mich ist, deinen Hund nach Hause zu bringen, den ich auch mag. Bevor du noch so ein Monster hier anschleppst. Er ist süß, ja? Aha. Was ist der für einer? Keine Ahnung. Aber die Verkäuferin hat mir versprochen, dass er nicht viel größer wird. Tja, man könnte sagen, er ist ein kleiner. Er sieht aus, als würde er Barney heißen. Nein, Spike. Ich habe ihn Spike genannt. Das findet Spike? Er gut. Ja, er sieht aus wie Spike. Warte, ich zeig dir sein Lieblingsspielzeug. Hier, Spike, fass, fass, fass. Hörst du auf? Das ist gefährlich. Okay. Das war sehr lieb von dir. Ja? Ja. Ich liebe dich, Laurie. Ich weiß. Danke, dass du mir Max vom Hals geschafft hast. Ich konnte ihn nicht besonders gut leiden. Muss jetzt los, Schatz, sonst komme ich noch zu spät. Lässt du das ein? Pfui, aus! Nicht mit dem Stromkabel spielen. Hi, Laurie. Woody, darf ich vorstellen? Oh. Spike. Früherer Eigentümer wollte ihn zurück. Dein Glück.
Wie meinst du das? Ach, vergiss es. Ich mach mir einen Milchshake, okay? Gut. Und los. Nein, Max. Alles ist okay. Schon gut. Beruhig dich, ja? Max, es ist alles in bester Ordnung. Ganz gut. Ich meine, du... Komm schon, Max. Du warst doch zuerst hinter mir her. Und dann war ich hinter dir her. Und jetzt sind wir quitt und können Freunde werden. Max? Rattengesicht. An alle Einheiten. Wir haben einen laufenden 1091A. Sie werden aufgefordert. Oh, Mann, da werden wir uns einklinken. Endlich was los. Komm schon. Komm schon. Achtung, das Tier. Emilio, drück auf die Tube. Wagen 3, er biegt rechts in die Albuquerque ein. 1 plus 6, ausschärfen. Wir versuchen, ihn in die Zange zu nehmen. Verstanden, wir folgen ihm. Jetzt biegt er in die Montecito ab. Verliert ihn nicht. Dämliche Dilettanten. Sind auf der Montecito. Wir kriegen dich, verdammtes Monster. Ramm diesen verdammten Misthund! Nein! Jetzt gehört er uns. Die Profis übernehmen jetzt den Fall. Bereit für ein bisschen Action. Allzeit bereit, bewaffnet und gefährlich. Na dann los. Schnappen wir uns das Baby. Ich bekomme plötzlich so ein flaues Gefühl im Magen. Beweg dich, Mann. Komm her, mein Süßer. Guter Hund. Ja. Brav. Das ist der Tanner. Das sag ich auch.
Versperren Sie nicht den Weg, gehen Sie. Ich sehe, dass Sie nicht unsere Arbeit. Bitte gehen Sie nach Hause. Es gibt hier nichts zu sehen. Also treten Sie zurück, Mann. Leute, geht nach Hause, die Show ist vorbei. Die haben mir gesagt, er wird wieder auf die Beine kommen. Wir müssen aber noch ein paar Fragen stellen. Kommen Sie. Ich bin hier drin, Emilio. Wo wollen Sie denn hin? Sie können im Augenblick nichts für Ihren Freund machen. Ich will ins Krankenhaus und bei ihm sein. So wie ich das sehe, haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Sie gehen durch diese Tür und ich verhafte Sie auf der Stelle. Oder aber Sie bleiben hier und helfen uns, diesen Köter zu finden. Ich glaube nämlich, dass er wieder zurückkommt. Natürlich helfe ich Ihnen, wo ich kann. Entschuldigung. Ja, ja, ist schon gut. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir machen das schon. Draußen ist die Luft rein, Frankie. Okay, Emilio, sag Bescheid, wenn du was siehst. Over. Wenn wir dich brauchen, melden wir uns. Okay. Das wird schon wieder, Spike. Irgendwann ist der Spuk vorüber. Warum hast
haben Sie mich nicht in Ruhe gelassen? Was ist mit allen Tieren in Ihrem Labor? Was machen Sie mit denen? Die Tiere bedeuten nichts. Wichtig ist nur das Projekt. Können Sie das nicht verstehen? Nein, kann ich nicht. Finger weg. Sie haben den Bund zwischen mir und Max gelöst. Wenn ich ihn jetzt nicht zediere, wird er Sie angreifen. Genauso wie er es bei mir gemacht hat. Aussteigen. Er wird sie umbringen. Oh nein, Max.
Gehen Sie von meinem Hund weg. Gehen Sie von meinem Hund weg! Meine Güte, oh, komm hier. Ach, du kleines Baby. Willst du einen? Du kannst den haben. Oh. Ich würde sie am liebsten alle nehmen. Oh, du. Take away my only dream.